Es geht weiter. Mit Flug und Pfleger Fledermaus. Flug und Pfleg. So, dann müssen wir hier noch weiter. Wir müssen N Kindling finden. Oder N Keimling. Kindling. Bei dir heißt er Kindling? Keine Ahnung, geht zur Entflammung. So. Kindling ist ein. Ja, ein Kindling. Achso, ja. Ich dachte gerade vielleicht, dass es auch ein Name ist von. Vielleicht so ein Charakter. Oh. Boah. Gleichzeitig. Ja. Deine Kugel hat meine noch angeschoben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Nicht wieder runter. Wir haben uns voll verlaufen. Ich bin dir nur nachgelaufen. Wir wollen doch nur darüber. Es ging irgendwie nicht. Es ging nicht. Ja. Das ist uns aber schon mal passiert, als wir das erste Mal Borderlands gespielt haben. Guck dir mal den Weg an. Überall sind dann Felsen. Diese blauen Striche sind Felsen, da kann man nicht lang. Wir müssen irgendwie dort hoch. Was? Ah. Doch, ich weiß, wo wir lang müssen. Warte, ich mach mal einen Marker. So. Oh, hier ist was. Guck mal hier. Nee, achso. Geld, Geld. Billig. Ah, wir müssen hier lang. Denke ich. Das wäre viel cooler, wenn man irgendwie so einen Weg vor sich sehen würde. Ja. Weil manchmal ist es in Borderlands auch recht verwirrend. Bei Fallout kannst du das skillen. Ja? Dass wenn du dann in dieses Wets-Menü gehst, ja, so eine grüne Leuchtspur am Boden siehst. Die dich zu. Wie zieh ich denn diesen Anzug wieder aus? Welchen? Diesen überkrassen. X gedrückt halten. Also so wie du einsteigst. Auf PlayStation ist es X gedrückt halten. Was ist bei dir die Taste, um Zeug aufzusammeln oder so? Wir sind eigentlich da. Hier müsst es irgendwie so hoch gehen und dann könnte man drüber laufen. Aber das geht es nicht. Yeah. Gehen wir doch mal hier lang, hier waren wir noch gar nicht. Vielleicht kommen wir da irgendwie dahin. Oder waren wir okay, hier schon? Waren wir. Ja. Vielleicht geht's irgendwie anders darauf. Warte. Nee. Hier sind wir von hergekommen. Da geht's dann nur unten drunter. Weil wir wollen da oben rein. Ich habe keinen Plan, um ehrlich zu sein. Oh. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist so typisch, ey. Auch bei God of War immer, wie oft man einen Schalter sucht oder irgendwie sowas. Ja. Aber hier ist es auch verwirrend. Und hinzu kommt, dass das hier ein Mathe gibt, das viele ballern. Ja, und die Sounds, die auf einmal wieder voll laut werden. Ups. Boah, ich habe 700 Iridium für mich gefunden. Das stand only for you. Also, wie Mark dachte, dass er einen Spektraltiger bekommt. Oh, was ist das? Ich
Gott, die auf einmal sind. Dabei habe ich die Sounds echt schon ziemlich runtergedreht. Bringe mein Geschütz in Stellung. So, noch ein bisschen. Ich hab's doch entfernt. So. Hier müssten wir jetzt irgendwie hochkommen, oder? Ja, ich denke, hier geht's dann einfach. Oder doch nicht? Nein. Ne, oder? Haben wir hier schon? Vielleicht kommen wir jetzt dann außenrum da hoch irgendwie. Nee. Nee, wirklich nicht. Guck mal hier lang. Geht's nicht, geht's nicht. Guck mal auf die Karte. Wir sind wieder voll weit weg davon. Sehr merkwürdig. Machen wir eine andere. Ja. Bevor jetzt hier ewig rumrennen. Ich hab keinen Bock mehr. Aber kann man die dann auch direkt entfernen oder so? Lass sie erstmal drin. Okay, dann. Gehen wir nach Sanctuary. Okay, wo gibt's Schnellreise? Nirgends. Oha. Wir dürfen laufen, laufen, laufen. Ja, das ist eine große Schattenseite von Borderlands 2. Um das Spiel halt in die Länge zu ziehen und sagen zu können, hey, wir haben mehr Spielstunden als Skyrim. Wenigstens kann man unendlich rennen. Ja. Und wir haben eine Schwerkraft. Oh, hier ist sogar Schnellreise. Ähnlich wie auf dem Mond. Erstmal munitionieren. Herzlich willkommen, Kunde. War mir wieder ein Vergnügen. Verkaufen? Was? Oh, was soll ich alles verkaufen? Weg. Willst du eine krasse Pistole? 152 Schaden? Ja. Macht die auch noch irgendwas? Erhöht Stabilität der Waffe. Weil ich finde eigentlich die Säurepistole ganz cool, die ich momentan habe. Die würde ich erstmal behalten. Auch wenn sie nicht ganz so viel Schaden macht. Ja, dann verkaufe ich sie nämlich. Aber sie hat rosa Herzen drauf. Ach, die habe ich schon weg. Was? Was? Habe ich schon verkauft. Wie kannst du nur? Kreppo. Are you ready? Achso, ja. Travel. Sonst dauert's ja ewig. Schluck auf. Na toll, das musst du schneiden. Mit Rasiermesser. Sonst schreibt der Typ, der vielleicht den ersten Kommentar macht. Direkt noch einen zweiten. Der sagt dann, ey. Erster Kommentar hat nicht gereicht, oder was? Okay, jetzt Bonus in dieser Folge. Goldene Kiste. Bonus in dieser Folge. Ja, wir machen ein Special. Oh, warte mal. Da schon viele meinten, dass dieses goldene Kiste öffnen nervt, teilen wir das extra in Episoden ein. In der wir nur goldene dann Kisten unter der Playlist öffnen. Goldene Kiste finden. Ja. Da öffnen und wir 35 Minuten lang öffnen wir goldene Kisten. Und besprechen den Loot. Ja. Auf jeden Fall besprechen wir den Loot. Schocknova. Kannst du nehmen, wenn du willst. Macht weniger als mein jetziger Schild. Achso. Mein jetziger hat 814. Boah.
Boah, geil. Ich habe jetzt ein Schild mit 860. Ja. Aber habe halt dafür nur noch 1100 Leben. Aber. Man kann nicht alles haben. Ja, vor allem müssen wir. Lass uns jetzt mal schwierige Quests für mehr EP machen. Ja. Das Rumgegimpel hier ist ja nicht mehr mit anzusehen. Mhm. Gut. Wir müssen den Power Core removen, aber ich werde kurz noch was für Iridium holen. Oh ja, stimmt. Maschinengewehr. So. Bis bald. Stimmt. Wo war da der Shop? Hier, da wo es lila leuchtet, lila leuchtet, lila leuchtet. Hallo? Wo leuchtet das lila? Hier. Musst du erst mal finden. Auf der Map, gell? Dieses Dollarzeichen im Viereck. Ja. Das heißt Shop. Weißt du was Cooles? Dass es in Sanctuary nur einen Shop gibt. Ja. Das Beste daran. Ja, man kann sich ja merken. Da ist der Iridium-Ding, hinten ist Markus, dann da ist irgendwas und da ist Dr. Z. Ich geh schon mal den Power Core removen. Hilft dir hoffentlich mein King. Du weißt, wo du mich findest. Hier in der Stadt? Ja, außen an der Grenze. So. Hey Roland, hier ist Handsome Jack, erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenherrscher aus New Haven. Müssen alle Spieler anwesend sein. Der Batz. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Was muss trinken? Ich bin eigentlich schon in der Nähe, oder? Ja. Jetzt ramm den Kern fester rein als ein Messer in der Trashikana-Brust. Sorry, alter Crimson Lance Quote. Okay, ich schätze, wir sind im Gesch. Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilder, Jack. Oha. Verschiebung wird ausgeführt. Das ist meine Energiekarte. Gut gemacht, Angel. Ihn hat's so weggesprengt. Jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Hat irgendwas den Schild durchdrungen? Der Schild ist unten, Roland. Oh Mann, los, bringt jemand die Leute in den Untergrund. Untergrund. Aktivieren. Okay, wir sind soweit. Alle Mann bereithalten. Der Widerstand.
Ach, du hast das, ich kann es gar nicht abgeben, ist ja doof. Ich habe das bisher nicht versucht. Halt dich lieber irgendwo fest. Ich halte mich an meiner Waffe fest. Ja. Verdammt, sorry, das war keine Absicht. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Ja, toll. Danke. Und da fliegt's weg. Sanctuary. Wie Dalaran. Ich bin schon gespannt, wie das wird, wenn man dann auf diesem Schiff da oben. Ja. Kritischer Treffer, 10 Millionen Schaden. Stand es da? Nein. Achso. So ein Geheimnis kann man so voll schnell spielen. Okay. Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist, aber nee. Wir haben nicht viel Zeit. Brücke ist kaputt. Weil ich hätte mich gefragt, ob es da dann Loot gibt oder so. Das ist der einzige Weg in die Highlands. Lilith hat deine Stadt. Der Schrott, der liegen geblieben ist. Gut, holen wir uns ein Auto. Mal wieder. Nimmt sich jeder wieder eins, ja. Hi, die Duni! Willkommen zum neuen und verbesserten Casual Ride! Jetzt mit 47% mehr als Hier lang. Ja, es geht wieder bei beiden, aber. Was machst du? Auto geschrottet. Echt? Nein. Achso. Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. Wollte ich was nur. Was wäre, den Kammerschlüssel aufzuladen, wo doch Rolands Kumpels dauernd meine Iridium. Hier die Quest lassen wir auch. Das ist diese komische. Müssen wir hier Zeit. Überhaupt lang? Ja. Ja. Naja, die würden wir jetzt bestimmt locker packen. Wo müssen wir denn lang? Irgendwo hier rechts. Ah. Da oben, in die Höhle. Du kannst deine Freunde wieder treffen, wenn du The Fridge durchquert hast. The Fridge. Hey, da ist keiner. Doch, da waren so Skags oder ach die waren so. Weiter weg. Skags. Gerade wie Gollum geklungen. Oh, Iridium. Was hat wie Gollum geklungen? Du mit diesen Skags. Hobbits. Skags. Oh, was ist denn hier? Leuchtende Steine. Ja. Du kannst es smashen. Ah. Oh. Edel. Was sammeln wir da? Was gibt es? Haben wir schon. Ja, aber was ist das? Geld einfach. Ach so. So eine Schneise. Die Tür ist vereist. Warte, ich helfe dir. Die Tür ist vereist. Ja, warte, da kommt Feuer. Ich glaube, da kommt jetzt Feuer. Ja. Fire. Burn.
brenne. Oh, wir sind schon da. Ach, diese kurzen Ladezeiten sind ein Dream. Übrigens, Fallout auf meinem PC lädt total kurz. Ah, auf PlayStation ist teilweise echt übel. Weil ich hatte gestern echt immer Angst, wenn ich durch eine Tür bin oder so, weil du gesagt hattest, dass das so lange dauert. Hattest du diesen Schwarzen und so in deine Siedlung mit aufgenommen? Alles. Okay. Ich hab in dieser, also in Sanctuary. Ja, ist auch Sanctuary. Ja. Da habe ich so meine Hauptbase. Ja, da baue ich sie auch momentan auf. Ist voll cool, dass man alles zerschrotten kann. Ja, aber es ist ziemlich zeitaufwendig. Ich habe erstmal gestern fast 2 Stunden lang alles in Sanctuary zerlegt. Ja, ist so übel, wenn man einmal angefangen hat. Sauber ist. Oh oh. Oh, endlich höhere Level. Ja, wir sind Menschen eingefroren. Kann man doch aufgespießt. Befreien ist was anderes. Doch, ich hab sie von den Qualen befreit. Weil die haben doch manchmal dann auch was Cooles getroffen. Iridium bestimmt. Ja. Oh, da sind viele. Ja. Ich guck geradeaus, guck du nach links von dir. Respekt für den Robot. Kommen noch so Racks dazu. Egal, mein Geschützturm hat fast alle weg. Fast. Boah, war das knapp. Mhm. Ich hab schon zu viele Anarchiepunkte, das ist schwierig jetzt noch genau zu treffen. Gibt's auch mehr Geld. Vor 5 Jahren ja. Habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, um Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit guck mal, die krabbeln wie Gott. Oh, die klauen Geld. Ja. Diese Red Thieves. Die kommen einfach an und klauen dein Geld. Nein, ich bin gleich tot. Wo bist du? Ich verbrenne. Ich bin direkt neben dir. Ach so. Alles gut. Jetzt muss man wieder mehr aufpassen. Ein bisschen. Ich kann nicht einfach so unter die Leute rennen. Oh, warte mal. Guck mal da unten. Guck mal da unten. Erstmal hier die Truhe. Sind da so Würmer? Oh. Irgendwas Großes. Kristallis. Ach, das war doch das, wo man auf die Beine schießen muss. Ja. Die ziemlich viel. Oh, die Pistole, die würde ich nehmen. Nimm. Die rechts. Nimm. Warte. Weil die ist sogar noch besser als die ich jetzt habe. Greifen wir diese Kristallisten an. Gehen wir aber in die Richtung, in die wir müssen. Also nach rechts. Hier so. Das ist nicht rechts. Okay, warte. Okay, warte. Bis wir auf die Beine, ja? Auf welche? Oh. Auf die Beine. Prallen deine Schüsse ab oder was ist das? Nö, die leiten einfach weiter bei deinem Ort. Ups, der schmeißt was. Oh. Ich muss näher ran. Ja. Oh, hier können wir richtig schön Gold sammeln.
Okay. Das war. Boah, was? Wie kommen wir an 1000 Kristalle? Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Ja, das ist gerade ein bisschen krass. Okay, jetzt stecke ich ganz schön hart ein. Alle die edlen Teile. Die Kristalle müssen explodieren. Der hat einen dicken Schild fallen lassen. Oh, das ist ein Badass-Rack. Ja? Oh. Schnappen wir uns den auch noch, oder was? Ja. Diese behinderten Racks sind echt ätzend. Sehr schön. Ich brauch Leben, Leben, Leben. Ja. Meins füllt sich auf, wenn ich volle Magazine hab. Das ist ganz gut. Oder sind noch mehr? Müssen wir durch diese Höhle? Ja. Nee, okay. Wir müssen vielleicht hier lang, ja. Oder? Wir müssen hier links lang. Puh. Das wäre jetzt wieder fatal gewesen. Ach Gott. Keine Hoffnung mehr. Du hast keinen Grund mehr zu trauen, das weiß ich. Aber wenn du Jack davon abhalten willst, den Krieger zu kontrollieren, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Er ist bei mir. Genau. Der vertrauen wir nochmal und dann werden wir nochmal verarscht. Ich vertraue nur meinen Waffen. Weapon. Okay, gibt's hier vielleicht was Cooles? Was kann ich für dich tun? No. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Du bist ready? Jo. Wow. Und? Ich bin der Hammer. Hey, ach so, das war. Ich hab die Stadt gefaced. Wollte gerade sagen, was geht jetzt? Ja. Jetzt, dass Sanctuary wieder aufgetaucht ist. Schon auf den Kampf gefreut. Dachte, jetzt kommt irgendwas krasses. Ich markiere dir die nächste auf deinem Echo-Gerät. Oh, diese Nieden ist auch da. Benutze die Schnellreisestation. Oh.
Warte, die sind kurz dran. Fehler. Oh. Standort Sanctuary. Boah, die sind auch mies. Das waren die, die sich immer. Die Phasenwelle muss Sanctuary aus dem Schnellreisenetzwerk gelöscht haben. Okay. Geh zu der Iridium Extraction Plant in der Nähe. Ich glaube, ich weiß, wie ich dich zu deinen Freunden zurückschicke. Iridium Extraction Plant. Ich habe dich nie belogen. Du bist wirklich die einzige. Und von hier kann man schon snipen. Roland, Lilith und Mordecai hat er vor langer Zeit besiegt. Sie können dir helfen, zurückzukommen. Aber letzten Endes wirst du es sein, der ihn zur Strecke bringt. Wir bringen alles zu Strecke. Oh, die sind resistent gegen Slag. Wenn ich sie sehen würde, würde ich gerne auf sie schießen. Warte mal, ich muss da mal kurz meine Waffen anpassen. Ist das alles nur Slag, was ich hier habe? Ups, das war nicht so schwer. This hands on Jack, aber pass die Waffen ruhig an. Nein. Komm, er ist doch da. Oh. Der nächste. Oder. Doch mal mit. Ah ja, hier oben. Oh, was ist hier los? Den hat's einfach weggesprengt. So, Krieg. Boah. Wie viele kommen da hoch? Ich bin einfach runter, ich bin auch unten. Oh, Iridium. Wir sind noch dieser Niesel. Einfach weiter. Oh. Wenn du es schaffst, den Fluss zu durchqueren und einen Versorgungstransmitter zu stehlen, können wir Sanctuary wieder in das Schnellreisenetzwerk einspeisen. Tja. Ich verspreche es. Wie wir. Das sehen wir erst nach diesem Kampf. Okay. Wie es weitergeht, wie schon gesagt. Seht ihr nicht jetzt, sondern wahrscheinlich gleich. Adios.